Herzlich willkommen an diesem ja fast schon spätsommerlichen Abend zu einem weiteren Vortrag im Rahmen unserer Online-Reihe Kraftquellen. Ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Jörg Schmidt und seit Anfang 2017 bin ich Geschäftsführer des Vereins Argus und im Namen unserer Selbsthilfeorganisation, wie gesagt, ein herzliches Willkommen und schön, dass Sie sich heute Abend die Zeit nehmen. Darüber reden hilft, so sagt man. Und das ist, denke ich, auch einer der Hauptgründe, warum Argus gegründet worden ist, um nämlich Menschen nach dem Suizid eines nahestehenden Angehörigen in Selbsthilfegruppen die Möglichkeit des Austauschs zu bieten. Darüber schreiben hilft. Inwieweit das nach einem Suizid zutrifft und hilft, werden wir heute Abend in besonderer Weise erleben. Jörg Weishaupt, der in der Schweiz in den Bereichen Post und Prävention bei Suizid sehr engagiert ist, wird heute Abend mit drei betroffenen Frauen einen Einblick in das Buch Darüber reden geben. Allein am Titel merken Sie schon, wie eng Schreiben und Reden anscheinend doch zusammenhängen. Es soll heute darum gehen, dass diese schriftlichen Zeugnisse von Überlebenden nach Suizid einen Einblick in die komplexe Trauer geben und dabei auch deutlich wird, welche eventuell verschütteten Kraftquellen wiedergefunden werden, um eben, so der Titel des heutigen Abends, Perspektiven nach Suizid wiederzufinden. Zunächst wird sich Jörg Weishaupt kurz vorstellen. Danach ist es dann so, jede der drei Frauen, Christina, Anita und Bea, wird nach einer kurzen Vorstellung von Jörg Weishaupt einen Ausschnitt aus diesem Buch lesen, einen von ihnen verfassten Text. Daraufhin wird Jörg Weishaupt einige Fragen an diese Frauen stellen und sie haben auch aber immer am Ende eines Blogs doch noch Gelegenheit, weitere Fragen zu stellen, die für sie wichtig sind. Noch kurz einige Infos. Der Vortrag wird wieder aufgezeichnet und im Nachgang bei YouTube öffentlich zu sehen sein. Wer von Ihnen sich angemeldet hat, bekommt wieder per Rundmail die Nachricht. Ansonsten schauen Sie spätestens Anfang nächster Woche mal auf unsere Homepage. Dort werden Sie die entsprechende Datei dann finden. Das Mikro bitte wieder stumm lassen, außer dann natürlich bei den Fragen. Und mein Dank gilt einmal mehr an die KKH, die uns finanziell bei dieser Reihe unterstützt. Dank an das Evangelische Bildungswerk Oberfranken-Mitte für die Kooperation und an meine Kollegin Doris Hofmann für den technischen Support. Wir wollen uns insgesamt 90 Minuten Zeit lassen und ich darf nun in besonderer Weise die vier Personen begrüßen, die den heutigen Abend gestalten. Jörg Weishaupt, Christina, Anita und Bea. Und ich darf an dich zunächst, Jörg, übergeben. Und vielen Dank, wie gesagt, für die Bereitschaft, den heutigen Abend zu gestalten und uns allen anregende 90 Minuten. Herzlichen Dank für deine Einladung. Und ich bedanke mich jetzt schon bei allen, die sich diesen Abend freinehmen, um zuzuhören und auch mitzureden, mitzugestalten. Ja, die Anfrage von Jörg Schmidt betreffend diesem Büchlein hier, darüber reden, hat mich an eine Aussage meiner Tochter erinnert, die damals gesagt hat, du gibst ein Buch heraus, aber du bist ja wirklich nur Herausgeber, also du schreibst ja gar keine Texte. Sie war enttäuscht, dass ich nicht der Autor dieses Buches bin, sondern einfach nur der Herausgeber. Und das war auch der Grund oder ist der Grund, weshalb ich mich entschieden habe, Betroffene zu Wort kommen zu lassen, auch heute Abend, die einen Text oder mehrere Texte, die sie in diesem Buch veröffentlicht haben, auch heute vortragen. Christina und Anita. Bea bildet die Brücke in die Gegenwart. Sie liest einige Texte vor, die noch nicht in einem Buch veröffentlicht worden sind, aber die sie einfach zur Verfügung stellt uns heute Abend. Sie leitet aktuell die neue Nebelmeergruppe in Basel. Zu dem Begriff Nebelmeer vielleicht noch etwas.
Vor Jahren haben wir in der Schweiz die erste SMS-Seelsorge angeboten, also eine Beratungsmöglichkeit via SMS. Vor rund 20 Jahren, als die SMS-Geschichte überhaupt aufgekommen ist. Und da wurde ich mit dem Thema Suizid konfrontiert. Und als Lehrer, was ich gelernt habe früher, hatte ich nie eine Ausbildung in Suizidologie. Deshalb habe ich mich vernetzt mit Fachpersonen. Und dort habe ich festgestellt, dass die Prävention zwar im Fokus ist, zunehmend in der Schweiz, aber die Nachsorge überhaupt nicht. Also da war das Engagement bei einigen Selbsthilfegruppen, aber nicht im Fokus der Politik oder der Fachpersonen. Und eigentlich ist das mehr oder weniger bis heute so in der Schweiz. Und ich habe mich dann auch mit meiner Frau stark für die Suizidnachsorge engagiert und habe dann für den Verein Refugiumgruppen für erwachsene Personen, die den Partner verloren haben, angeboten in Zürich. Und da hat eine Mutter mir gesagt, ihre 16-jährige Tochter hätte sie kritisiert. Und zwar hat die Tochter gesagt, um dich haben sich alle gekümmert, aber mich habt ihr vergessen. Der zweite Partner dieser Frau hat sich das Leben genommen. Das war nicht der leibliche Vater dieser Tochter. Trotzdem hat diese Tochter auch eine Beziehung aufgebaut zu diesem Mann und fühlte sich total allein gelassen nach dem Suizid dieses Mannes. Und das war für mich die Initiative oder der Auftrag, eine Gruppe, eine Arbeit auch zu starten für Jugendliche, für Kinder und Jugendliche. Das sind die Nebelmeer-Gruppen. Nebelmeer und der Claim darunter heißt Perspektiven nach dem Suizid für suizidbetroffene Jugendliche. Früher hieß es nach dem Suizid eines Elternteils, heute geht es auch um Geschwisterverlust oder um den Verlust eines guten Freundes, einer guten Freundin. Das sind die Nebelmeergruppen. Es gibt noch nicht manche in Zürich, in Basel, in Bern, in St. Gallen und wir sind dran, das weiter auszubauen. Ja, und mit all diesen Gesprächen, mit diesen betroffenen Personen kam die Idee dann auf, Texte zusammen für ein Buch. Und das ist dann herausgekommen 2013. Und jetzt möchte ich gerne zuerst Christina vorstellen, die in diesem Buch auch einen Text geschrieben hat, kein Gedicht. Christina war 12 Jahre alt, als ihre Mutter an einer Depression erkrankte und sich noch im selben Jahr das Leben nahm. Unter dem Vorwand, das Auto tanken zu müssen, verließ sie das Haus und kehrte nicht wieder zurück. Christina ist heute verheiratet und selbst Mutter. Darf ich dich bitten, Christina, deinen Text vorzulesen? Besten Dank, Jörg, für die Einführung. Ich frage mich, ob ein Teil von ihr in mir weiterlebt. Ich nähere mich mit meinen 32 Jahren dem Alter meiner Mutter, als sie entschlossen hatte, aus dem Leben zu scheiden. Ich verspüre das Bedürfnis, sie nochmals kennenlernen zu wollen, wissen zu wollen, ob ich als Tochter Ähnlichkeit mit ihr habe. Rein äußerlich sagt man es mir nach, aber gibt es auch anderes, was ich von ihr in mir trage und das meinen Charakter prägt? Oder war es der Tod zu Beginn meiner Pubertät, der die Entwicklung meines Ichs weitaus mehr geprägt hat? Ich erinnere mich noch sehr gut an die lange und intensive Zeit meiner Identitätssuche. Gegenüber meinem selbstständigen äußerlichen Erscheinen und der Strebsamkeit bezüglich meiner schulischen Leistungen herrschte in meinem Inneren eine äußerste Orientierungslosigkeit und ein Gefühlswirrwarr, womit ich während meiner Jugend nicht zurechtkam. Es kam zeitweise sogar so weit, dass ich geglaubt hatte zu wissen, wie sich meine Mutter kurz vor ihrem Tod gefühlt haben muss. Ich wäre ebenfalls bereit gewesen zu sterben, hätte es aber nie aktiv tun können. Weil ich diesen Kummer kannte, den ich meiner Familie und meinen engsten Freunden zufügen würde. Und dann wurde mir bewusst,
dass ich es nicht wissen kann, was in ihrem letzten Moment, was in ihrem letzten Moment in ihr vorgegangen ist. Es geht über mein Fassungsvermögen hinaus zu verstehen, dass eine Mutter und Ehefrau, die das Wohl der Familie immer als ihr höchstes Gut angesehen hatte, diese für immer aufgeben wollte. Ich war geplagt von vielen derartigen Gedanken, die ohne jegliche Haftung in mir lose herumirrten. Ich spürte stark das Bedürfnis, dass endlich Ruhe und Ordnung in meinem Inneren und eine gewisse Stetigkeit in mein Leben einkehren würden. Ich wusste lange nicht, wie ich das erreichen konnte. Das Warten auf eine Art Erlösung von diesem elenden Zustand war zu zermürbend. Mit professioneller Hilfe hatte ich auch keinen Erfolg. Ich suchte nach etwas, wovon ich selbst nicht genau wusste, was es sein konnte. Ich dachte häufig an das Grab meiner Mutter, das es nicht in meiner Nähe gab. Es befindet sich in einem anderen Land. Aber auch damals glaubte ich nicht, dass ich allein an ihrem Grab hätte Trost finden können. An einem Herbsttag schien ich auf die Antwort meiner Suche gestoßen zu sein. Ich las in einem Zeitungsartikel über eine Selbsthilfegruppe, die genau mich als Zielgruppe angesprochen hatte. So etwas hatte ich zuvor noch nie in Betracht gezogen. Ich war erleichtert und unglaublich nervös zugleich. Der Zeitpunkt ist gekommen, mich meiner Geschichte zu stellen. Die Öffnung erforderte viel Mut. Ohne die anfängliche Unterstützung meines Partners hätte ich das rückblickend nicht gekonnt. Je länger ich der Gruppe beiwohnte, desto zugehöriger fühlte ich mich und desto mehr hatte ich den Ort gefunden, wo ich mich verstanden fühlte. Das große Aufräumen in meinem Herzen hatte begonnen. Ich war damals Mitte 20. Heute bin ich eine Frau, die zufrieden ist mit dem, was sie bisher erreicht hat und mit den Plänen in die Zukunft blickt. Es wird eine Zukunft sein, in der mich die Gedanken an meine Mutter immer und überall hin begleiten werden. Sie gehören zu meiner Geschichte, an die ich täglich erinnert werde. Sie gehören, zum Beispiel, wenn ich über eine Brücke gehe, läuft von mir immer wieder derselbe Film ab. Ich lasse die Erinnerungen zu. Es ist meist ein stilles Gedenken an die Verstorbene. Und ich teile die Gedanken daher äußerst selten mit meinen Weggefährten. Je nach Situation wende ich mich sogleich wieder dem Geschehen im Jetzt zu. Es macht mir nichts mehr aus und ich gestehe mir bewusst ein, dass ich diesen Gedanken in dem Moment keinen Platz einräumen möchte. Das Zulassen der Gedanken und das Wiederverfliegenlassen desselben war eine enorme Befreiung für mich. Es machte das Leben im Hier und Jetzt lebenswert. Auch bereitet es mir nicht mehr den unbeschreiblichen Kummer, wenn ich meinen Mitmenschen von meinen Erinnerungen an meine Mutter erzähle. Und die Menschen um mich herum spüren das. Sie haben weniger Berührungsängste als früher, weil jetzt die Erinnerungen auch in fröhlicher Stimmung geteilt werden kann. Danke, Christina. Es sind doch wieder einige Jahre her, seitdem du diesen Text verfasst hast. Deshalb meine erste Frage, wer bist du heute? Stimmt das noch, was du damals geschrieben hast? Genau, den Text habe ich vor 10 Jahren geschrieben. Ich würde heute wieder einen sehr ähnlichen Text schreiben, weil dadurch, dass meine Mutter sich dann, also den Zeitpunkt, als ich den Text geschrieben habe, sind 20 Jahre vergangen schon. Einzig dazugekommen ist ein neues Thema, das ich jetzt hier vielleicht in dem Text ansprechen würde, nämlich der Umstand, ich habe heute selbst 2 Töchter in der Zwischenzeit und da ist ein neues Thema aufgekommen, nämlich die Auseinandersetzung mit der Mutter-Tochter-Beziehung. Da sind nochmal sehr viele Fragen gekommen und hat sehr, sehr vieles aufgeworfen. Da ist auch eine bestimmte Unsicherheit im Raum. Da kommt noch etwas auch. Sie sind noch nicht in der Pubertät, aber da kommt etwas, was ich selbst nie erlebt habe. Ja, das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt
ist noch so die Traurigkeit, die aufgekommen ist, so dass ich das meine Familienbildung, die Geburt meiner Töchter nicht mit meiner Mutter teilen konnte. Das hat natürlich sehr gefehlt in den Jahren. Was hat sich in den Jahren in deiner Trauerarbeit verändert seit dem Verfassen des Textes? Kannst du da eine Veränderung feststellen und die schildern? Ja, wie ich das jetzt vorhin angesprochen habe, das sind wirklich so diese, ich habe wieder viele, viele Fragen eben gestellt an mich, mich wieder erneut sehr intensiv Gedanken gemacht und habe auch letztes Jahr meinen Kindern davon erzählt. Ich habe ihnen erzählt, was passiert ist, weil sie haben natürlich Fragen gehabt. Sie haben keine zweite Oma. Sie wussten, dass sie gestorben ist, aber sie wussten nicht, wie. Und ich habe dann mich entschieden, mit ihnen darüber zu sprechen. Das war sehr schön. Das war eine schöne Erfahrung in dem Sinn. Die Jüngere hat sich dann ausgeklinkt. Die war dann, aber die Ältere hat Fragen gestellt und Fragen sehr ehrlich, sehr offen, sehr auch, ja. Aber ich habe gemerkt, meine Trauerarbeit ist so weit fortgeschritten, dass ich sehr gut auf diese Fragen reagieren konnte. Und ja. Was würdest du raten, jemand anderem, der in deiner Situation ist, also jemanden verloren hat und Kinder hat, ist es sinnvoll, wichtig, dass man den Kindern ehrlich sagt, was geschehen ist, von Selbsttötung spricht? Auf jeden Fall. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe eben genau das Gegenteil erlebt. Wir hatten einen sehr verkrampften Umgang mit dem Tod meiner Mutter in der Familie. Wir sind so schnell wie möglich zur Normalität zurückgegangen. Es wollte niemand richtig darüber sprechen. Und deshalb auch dann erst zu spät, eigentlich mit Mitte 20, wo es dann wirklich, wo ich empfunden habe, so geht es nicht mehr weiter. Ich muss, das ist viel zu viel Zeit vergangen und es wurde zu wenig darüber gesprochen. Und auf jeden Fall, ich hätte mir gewünscht im Nachhinein, dass wir ganz offen darüber gesprochen hätten. Ja. Du schreibst in diesem Text, es gibt auch anderes, was ich von ihr in mir trage und das meinen Charakter prägt. Plagen dich heute auch Gedanken an mögliche Anlagen, die du von deiner Mutter vererbt bekommen hast? Nein, oder sagen wir nicht mehr, sagen wir so, dass sich was verändert in mir. Insofern, weil ich selbst natürlich über die Jahre sehr viele Krisen durchgemacht habe, sehr viele auch, ja, an eine eben Krise, Depression, ich kann es nicht genau, ja, definieren, das sind einfach sehr viele Tiefs und ich habe es aber irgendwie immer wieder geschafft, aus dem selber wieder rauszukommen, klar, mit dem Umfeld, auch mit einem starken Umfeld, aber aus dieser Erfahrung heraus, aber ich weiß nicht, dass ich es immer wieder schaffe. Was sagst du einer neu betroffenen Person, wenn du das vernimmst von jemandem, dass sie auch Angehörige ist eines Suizidenten, einer Suizidentin? Was sagst du in Bezug auf die Trauerintensität im Verlauf der Jahre? Es gibt oft die Aussage von Personen, die neu in eine Gruppe kommen, die sagen, wann hört das endlich auf? Oder diese schwere Trauer, die mich runterzieht. Kannst du da bei dir eine Veränderung feststellen? Genau, also vielleicht nochmal so zu meiner Situation, der Umstand, dass einfach meine Familie eben, dass wir nicht so offen darüber gesprochen haben. Und erst ab dem Moment, wo dann wirklich, also intensiv ist es ja allemal am Anfang immer, aber einfach an dem Moment, ab dem ich mich wirklich dann geöffnet habe, zugelassen habe, auch Erinnerungen von der Verstorbenen in den Alltag eingebettet habe, auch im Schönen und im Guten, dann ist es besser geworden. Dann hat es so nachgelassen. Ja. Darüber sprechen hast du auch in der Gruppe neben mir gelernt. Du hast diese Gruppe per Zufall mehr oder weniger via Zeitungsartikel gefunden. Was hat dir rückblickend diese Gruppe gebracht? Du bist jetzt schon seit Jahren nicht mehr dabei.
Ja, eben. Es war unglaublich befreiend, einfach eben so ein Befreiungsschlag für mich, wie ich es vorhin angesprochen habe. Und auch die Akzeptanz, es ist ein Teil von meiner Geschichte. Ich kann es nicht ablegen, aber ich kann es zur Seite legen. Und so, aber es ist einfach ein Teil, es gehört zu mir. Und das hat sehr viel bei mir verändert, ja. Und auch zu realisieren, dass man nicht alleine ist mit dieser Geschichte oder mit diesem Witz. Genau. Ja. Ja, mich enorm verstanden gefühlt, auch von anderen. Ich habe viel im Freundeskreis auch gesprochen, aber das ist nicht dasselbe gewesen, nie. Ja. Gerade in den Nebenwehrgruppen, fast mehr als bei den älteren Personen, und Nebenwehr spricht Personen zwischen 14 und 30 an, mehr oder weniger. Gerade in diesen Gruppen beobachte ich ganz viele sehr ernsthafte Menschen mit Tiefgang, also Personen, die vielleicht gerade durch dieses schwere Ereignis einfach ein ja, sehr überlegt, sehr ernsthaft durchs Leben gehen. Deshalb habe ich jeden Abend, den ich moderiert habe, als extrem wertvollen Abend. Sehr wertvolle Gespräche habe ich in Erinnerung, eigentlich wie nie nirgends anders, also nicht in den Hauskreisen, die wir in der Kirchengemeinde angeboten haben, meine Frau und ich, wirklich nirgends sonst in diesen Gruppen finden einfach sinnstiftende Gespräche statt, weil man eben auch über den Lebenssinn nachdenkt. Und es werden Perspektiven ausgetauscht von vielleicht Personen, die schon länger dabei sind, die schon einen längeren Überlebenskampf, deshalb der Begriff Survivor, führen nach dem Verlust. Und das ist für mich wertvoll, aber eben auch für die Teilnehmenden in den Gruppen. Noch eine letzte Frage an dich. In diesen Gruppen eignet ihr euch, hast du dir oder alle, die ich eben so kennengelernt habe, ein beträchtliches Maß an Kompetenzen an, durchs Zuhören, durchs Mitreden, durchs Teilnehmen, Kompetenzen in Bezug auf den Umgang mit einem traumatisierenden Verlust. Und oft können Hinterbliebene sich in ihrem privaten Umfeld oder auch im beruflichen oder einfach in der Öffentlichkeit, in der Gesellschaft zielführend einbringen, was dieses Thema angeht. Also ihr tragt maßgeblich zur Enttabuisierung bei. Ist dir das auch schon gelungen? Also, ja, ich habe mal ein Schlüsselerlebnis gehabt, aber das war jetzt mehr irgendwie so eine präventive Situation eigentlich, wo ich wirklich, wie du sagst, dieses Maß an Kompetenz, die ich mir zugetraut habe. Das war eigentlich eine sehr akute Situation, wo ich mich einbringen konnte. Ich kann das ganz kurz schildern. Das war in einem Ferienlager. Das war ein von Kindern und Jugendlichen. Ich war da als Leiterin dabei. Ein Junge, 14 Jahre alt, wurde sehr verhaltensauffällig und er äußerte sich mehrmals, er möchte sich das Leben nehmen. So. Wir haben das in der Lagerleitung besprochen, wie wir damit umgehen möchten. Und ich habe dann wirklich, dieses andere habe ich nicht so gut gekannt in der Lagerleitung, ich habe mich geöffnet und gesagt, meine Geschichte erzählt und habe gesagt, ich werde mit dem Jungen sprechen. Ich bin keine Psychologin und ich habe gedacht, ich habe mir das zugetraut, weil ich suche das Gespräch und das war ein unglaublich schönes, gutes, berührendes Gespräch mit dem Jungen. Ein sehr ehrliches, der hat sich geöffnet mir gegenüber und auch gemerkt, ich habe gedacht, das geht weiter, war ein Adoptivkind und das war familiär bedingt, dass der hat einfach auch seine Geschichte mit sich getragen. Und ich will jetzt hier nicht auf die Details eingehen, aber einfach noch rückblickend dann, oder ich habe mit ihm besprochen, was kann er machen, wenn er nach Hause geht. Ich wollte ihn nicht mit dieser Situation irgendwie allein lassen. Oder hast du Ansprechpersonen? Kannst du ja mit deinen Eltern sprechen? Und sagte, nein, mit den Eltern möchte er nicht sprechen. Gibt es in einem Umfeld jemanden? Hat er von einer Nachbarin gesprochen und wo er anscheinend ein gutes Verhältnis hatte? Und ich so, wäre das eine Person, mit der du darüber sprechen kannst, über diese Gedanken? Und hat er gesagt, ja, und hat mir das versprochen, dass er das macht. Und ich habe ein paar Wochen später, habe ich dann einen Anruf von seiner Mutter bekommen.
hat mich angerufen und sich bedankt bei mir. Er ist dann doch dann noch zur Mutter, ja, es hat dann weiter, also hat einfach was ins Rollen gebracht, das Ganze, diese Situation oder mein Einbringen in diese Situation. Also das war sehr berührend, ja. Danke. Ich erinnere mich auch an dein Mitmachen, Mittun bei einer Fernsehsendung im Schweizer Fernsehen. Also du hast auch in diesem Sinne Öffentlichkeitsarbeit gemacht und somit dann dem Thema eine Stimme und vor allem ein Gesicht gegeben. Ja, auch jetzt. Dafür bedanke ich mich bei dir ganz herzlich. Ich möchte jetzt die Fragerunde oder die Gesprächsrunde öffnen für weitere Fragen an Christina oder auch für eigene Erfahrungen von Ihnen. Ich möchte weitergehen zu Anita. Anita. Fange ich an. Nee, ich sage zuerst was zu dir. Sagst du was zu mir? Ja, es gäbe so viel zu berichten, sich vorzustellen, ist nicht einfach, sich zu beschränken, weil du bist schon so lange so aktiv als Selbstbetroffene, aber du hast jahrelang Gruppen geleitet in Luzern, es ist unglaublich. Aber jetzt kurz zu dir und deiner Geschichte. Du lerntest mit 27 Jahren deinen Lebenspartner Roberto kennen, beim gemeinsamen Hobby, dem Singen. Du hast ihn dort kennen und lieben gelernt. Roberto war in den ersten Jahren eures gemeinsamen Lebens ein sehr fröhlicher Mensch mit viel Liebe zu seinem Leben. Durch berufliche Schwierigkeiten veränderte er sich jedoch zusehends und litt an Erschöpfung und Depression. In der Nacht vom 14. Dezember 2001 nahm sich Roberto das Leben. Er hinterließ dir einen Abschiedsbrief, in dem er zu erklären versuchte, warum er für sein Leben und seine Zukunft keine Perspektiven mehr sah. Ja, Anita, darf ich dich bitten? Es ist, als hätte eine Bombe in mein Leben eingeschlagen und mit einem Schlag alles zerstört, was mir lieb und wert war. Mein Leben mit meinem Lebenspartner, meine Wertvorstellungen, dass ein Mensch so lange am Leben bleibt, bis Gott ihn zu sich holt, und meinen Glauben, dass meine Liebe groß genug ist, ihn am Leben zu erhalten. In den Steintrümmern meines eingestürzten Lebens finde ich nur noch Fragen ohne Antwort. Wollte er das wirklich? Was fühlte er, bevor er sich ins Auto setzte, auf das Gaspedal trat und dann in hoher Geschwindigkeit in diese Mauer fuhr? War er verzweifelt? War er ruhig? War er vielleicht sogar erleichtert, seinem seelischen Leiden, das ihn und auch mich in den letzten Wochen und Monaten fast zugrunde richtete, entkommen zu können? Hatte er noch an mich gedacht? War ich schuld an seinem Tod? Dieser Textauszug aus Das Vermächtnis in Jörgs Buch beschreibt die Situation, wie ich sie erlebt habe, gleich nach dem Suizid meines Lebenspartners. Und ich glaube, dass alle Hinterbliebenen diese Situation kennen. Kein Stein blieb auf dem anderen. Ich fühlte eine Sinnlosigkeit, wie ich sie nie zuvor erlebt hatte. Nicht mal mehr eins und eins gab für mich zwei. Ich passte nicht mehr in die Welt und die Welt passte nicht mehr zu sich, so zu mir. So fühlte sich das an. Und noch etwas anderes war eingestürzt, nämlich die Mauer, die mich bis dahin von Suizid getrennt hatte, mich als gesunden Menschen. Auf einmal hatte ich das Gefühl, dass das, was Roberto getan hatte, doch auch für mich eine Lösung sein könnte, meinem Leiden ein Ende zu setzen. An dieses erste Jahr nach seinem Suizid denke ich nicht gerne zurück. Das war ein Kampf um mein eigenes Überleben. Was mir damals sehr geholfen hat, das war wirklich auch die Selbsthilfegruppe, dass ich in der Selbsthilfegruppe andere Frauen kennengelernt hatte, die dasselbe erlebt hatten. Meine Therapeutin und das Schreiben, das hat mir immer wieder geholfen. Ein Jahr nach dem Suizid
hat sich meine Trauer verändert. Ich war nicht mehr so verzweifelt. Sie wurde milder, die Trauer. Aber die Sehnsucht blieb immer noch groß. Und besonders in der dunklen Jahreszeit hat mich die Sehnsucht immer wieder eingeholt. Und dann habe ich 3 Jahre nach Robertos Suizid folgendes Gedicht geschrieben, das zu meinen Lieblingsgedichten gehört. Novembernebel. Wenn die Sonne dem Novembernebel weicht und die Dunkelheit ihren Mantel bereits am frühen Abend um die Erde hüllt, wird unausweichlich auch die Erinnerung an dich wieder in mir wach. Dann ist es, als liegen keine Jahre dazwischen und Sehnsucht macht sich in meinem Herzen breit. Der Wunsch, dich in meinem Arm zu halten, bleibt unerfüllt. Und all das Gesagte und Ungesagte zwischen uns verliert sich im Irgendwo. Statt deiner umarme ich dein Bild und lasse meinen Tränen freien Lauf, als wären sie die Blätter eines Baumes, die selbst niedergelassen auf der Erde noch von der Farbe des Sommers erzählen. 6 Jahre nach dem Suizid meines Lebenspartners erlitt ich einen erneuten Verlust, den meiner Zwillingsschwester Erika. Erika starb nicht durch Suizid, sie starb an den Folgen ihres Brustkrebses im Alter von 43 Jahren. Wir waren uns als eineige Zwillinge sehr nahe. Sie war mein nächster, allerliebster Herzensmensch und ihr Tod traf mich sehr tief und trifft mich heute, 14 Jahre später, noch sehr tief. 2 Monate nach dem Tod meiner Zwillingsschwester erhielt ich dann selber die Diagnose Brustkrebs. Trotzdem ich damals in einer Ausnahmesituation war, war in mir ein ganz starker Wunsch. Ich wollte wieder ganz gesund werden. Ich wollte weiterleben. Und um diesen Wunsch erfüllt zu erhalten, habe ich dann allen Therapien zugesagt, die mir die Onkologen vorgeschlagen haben. Leider ertrug ich dann die Chemotherapie sehr schlecht. Ich konnte keinen einzigen Tag arbeiten. Ich litt unter einem starken Schwindel und wurde zunehmend schwächer. Als nach dem 5. Chemotherapiezyklus dann noch ein lauter Tinnitus hinzukam, war ich sehr verzweifelt und habe gegenüber meines Arztes dann geäußert, dass ich mich von einer Brücke stürzen werde. Ich kann bis heute nicht sagen, warum mir die Brücke in den Sinn kam. Das war ein Bild, das sich in mir eingeschossen hat. Brücke, Anita steht auf der Brücke und springt hinunter. Ich wurde daraufhin hospitalisiert, damit ich geschützt bin. Trotz des Schutzes der Klinik kam ich dann aber an einen Tiefpunkt, wie ich ihn nie zuvor erlebt hatte und wo ich das erste Mal verstanden habe oder zu verstehen glaubte, was einen Menschen wirklich zum Suizid treibt. Und ich habe das dann viele Jahre später in folgendem Text beschrieben. Eine Woche nach Klinikeintritt kam ich an einen Tiefpunkt, wie ich ihn nie zuvor in meinem Leben erfahren hatte. Ich hatte das Gefühl, keinen einzigen Tag, keine einzige Stunde mehr leben zu können. Es war nicht so, dass ich nicht mehr leben wollte. Es war einfach so, dass ich mir mein weiteres Leben mit diesem Tinnitus nicht mehr vorstellen konnte. Der Sprung von der Brücke war in greifbare Reichweite gerückt. Und ich lernte erstmals in meinem Leben wirklich zutiefst verstehen, was einen Menschen so weit treibt, dass er nicht mehr leben kann. Was dies für meine Angehörigen bedeuten würde, wenn ich mir das Leben nehme, kannte ich aus eigener Erfahrung. Es war mir bewusst, dass es das Schlimmste war, das ich ihnen antun konnte. Ich hätte alles getan, ihnen diesen Schmerz nicht antun zu müssen, aber ich kannte keinen Ausweg aus meinem für mich zur Hölle gewordenen Leben mit dem Tinnitus. Und so begann ich, einen Abschiedsbrief an sie zu schreiben. Danke, Anita. Was hat dich trotz allem, was du durchgemacht hast, was du erlebt hast, davon abgehalten, auf die Brücke zu gehen und zu springen, dir das Leben zu nehmen? Ja, ich weiß nicht, was es genau war, aber ich kann mich an diese Situation sehr gut erinnern, nicht in diesem Klinikzimmer ganz allein.
Und vielleicht war es Gott, der mich zurückgehalten hat. Vielleicht war es meine verstorbene Zwillingsschwester. Ich glaube, dass es sie noch gibt in einer geistigen Form. Oder vielleicht war es das letzte Stückchen Überlebenstrieb, den ich noch hatte, der mich dann an eine Situation erinnern ließ, die eigentlich schon längst vergangen war. Ich erinnerte mich plötzlich an eine Situation, ein Gespräch mit einer Freundin, die mir erzählte, dass sie eine große Lebenskrise hatte und sich das Leben nehmen wollte. Und ich hatte sie damals gefragt, ja, was hat dir denn geholfen, dass du das nicht getan hast? Und sie hat mir dann erzählt, dass sie sich eine Lebensfrist gesetzt hat. Und dann erinnerte ich mich dann an diese Lebensfrist und sagte zu mir, okay, mein Leben ist am Tiefpunkt, tiefer kann es nicht gehen und ich halte mein Leben nicht mehr aus. Aber ich setze mir hier und jetzt eine Zeitfrist von 3 Monaten, in denen ich mir nichts antun werde und in denen ich irgendwie durchhalten werde. Und nach diesen 3 Monaten werde ich die Situation wieder neu beurteilen. Und nach dieser Entscheidung konnte ich mich dann auf die Therapien einlassen in der Klinik. Und irgendwie gelang es mir Tag für Tag zu überleben und es wurde eigentlich immer einfacher und immer besser. Ich erholte mich, die Chemotherapie wurde abgesetzt. Ich konnte mit dem Tinnitus noch in eine Klinik gehen und dort eine kleine Verbesserung erzielen. Und so einfach habe ich das irgendwie geschafft und bin heute natürlich froh. Was mich wundern nimmt, du hast deinen Hausarzt darüber informiert, was du im Sinn hast. Diese Information, kam die von dir aus oder hat er dich auf deine psychische Verfassung angesprochen? Das ist eine gute Frage. Es war nicht der Hausarzt, es war mein Hals-Nasen-Ohrenarzt. Er hat mich nicht angesprochen. Ich habe ihm gesagt, ich möchte Suizid machen. Und er hat sehr gut reagiert. Er hat gesagt, wenn Sie mir das sagen, dann muss ich Sie jetzt sofort hospitalisieren. Und ich habe ihm dann gesagt, ich will zuerst noch zu Hause meine Sachen holen. Und er hat gesagt, nein, Sie holen gar nichts mehr. Sie gehen jetzt sofort in die Klinik. Und ich war dann 4 Tage stationär auf der Hals-Nasen-Ohren-Klinik, bin dann ausgetreten, habe zu Hause gemerkt, dass es nicht geht, dass ich es nicht schaffe und habe dann wieder, ich weiß nicht, dem Spital oder dem Arzt angerufen und dann haben sie mich angemeldet in der Klinik Schützen. Das ist zwar keine geschlossene Klinik, man muss sich dort eigentlich von Suizidalität distanzieren. Das konnte ich ja in dieser Zeit auch, aber als ich dann in der Klinik war, kam ich wieder in diese Krise. Du bist auch mit ein Grund, weshalb ich auf die Idee kam, ein Buch, also Texte zusammen und die in einem Buch herauszugeben. In diesen Gruppen, die du auch lange geleitet hast, die haben wir früher als Jahresgruppe, als Fokusgruppe für ein Jahr angeboten. Und dort hatten alle die Aufgabe, im ersten Teil des Jahres ihre Geschichte aufzuschreiben und diese Geschichte dann vorzulesen, den Gruppenteilnehmenden. Und das Schreiben, das hat in dieser Form eine therapeutische Wirkung. Ich habe gerade gestern Abend in St. Gallen eine Geschichte gehört von einer jungen Frau, die es dieser Gruppe vorgetragen hat. Und ich denke, es ist sehr, sehr wertvoll, dass man auch sich vertieft auseinandersetzt und diese 1000 Gedanken, dieses Chaos einmal auf das Blatt oder auf den Bildschirm bringt und das ordnet und in eine Form bringt, die man dann auch anderen vortragen kann. Welche Krücken, welche Gehhilfen haben dich wieder, wir haben dir geholfen, nicht Roberto oder deiner Schwester nachzufolgen, sondern leben zu wollen. Du hast gesagt, der Lebenswille. Waren es auch Menschen oder war es dein Glaube? Hast du den Glauben verloren oder wurde er geschwächt durch diese Erfahrung, die du gemacht hast? Als meine Schwester im Sterben lag oder noch die Monate vorher, da habe ich sehr gehadert mit Gott. Und ich denke, das hat mich Gott näher gebracht. Ich glaube,
Der Glaube braucht für mich auch den Zweifel, sonst ändert sich das Gottesbild nicht. Und mir hilft schon, ich glaube schon, dass wir die Herausforderungen, die uns das Leben stellt, eigentlich versuchen müssen zu bewältigen. Ich glaube, dass es einen Sinn hat und dass wir daran wachsen können. Für was es dann schlussendlich ist, das kann ich nicht sagen. Aber es ist eigentlich schon, ich denke schon, dass es wichtig ist. Und schlussendlich muss ich sagen, der Suizid von Roberto hat mich stark genug gemacht, dann die Trauer, also den Tod von meiner Zwillingsschwester zu verarbeiten. Ich glaube, ich hätte das nicht überstanden, wenn ich nicht vorher die Erfahrung gemacht hätte, dass man so etwas überleben kann. Und es sind ganz sicher aber auch Menschen, die mir beigestanden sind. Es ist, wie gesagt, die Selbsthilfegruppe. Ja, das Schreiben. Ich habe dann auch eine große Liebe zur Poesie entwickelt und einen Zugang zur Logotherapie von Viktor Frankl gefunden. Das kennt man in Deutschland wahrscheinlich besser als in der Schweiz. Und der Viktor Frankl hat ja gesagt, dass nicht wir dem Leben die Fragen stellen, sondern das Leben fragt uns und wir haben eine Antwort zu geben. Und das ist so ein Leitsatz in meinem Leben. Was gebe ich für eine Antwort auf die verschiedenen Herausforderungen, die mir das Leben stellt? Herzlichen Dank, Anita. Ich möchte die Runde öffnen. Wie sich jemand meldet, aktuell habe ich per Zufall einen Beitrag, einen Online-Beitrag, ein Interview gefunden von Anita in einem, ich weiß nicht, wie heißt das Medium? Zentral Plus. Zentralplus.ch. Ja. Ein Interview, also der Anlass ist ein Programm der Luzerner Psychiatrie zum Thema Suizidprävention und du hast ein ganz tolles Interview gegeben. Er möchte eine Frage stellen oder selbst eine Erfahrung. Ich bin bewusst, es braucht immer etwas Überwindung, wenn man im Zuhörermodus ist und dann switchen muss. Aber Sie wissen das jetzt, es kommt dann auch nach Beatrice Beitrag, kommt auch nochmals die Möglichkeit. Ja, ich möchte zu Beatrice gehen. Und jetzt bitte ich dich, Beatrice, dich sichtbar zu machen. Kamera einschalten. Und auch den Ton. Beatrice, hörst du uns? Ich stelle sie mal vor und hoffe, dass sie den Weg wieder zu uns findet. Beatrice Tenger ist eine Basler Psychotherapeutin und sie hat ein Projekt mitgegründet in Basel, das heißt Suizid, wie weiter? Es richtet sich von Betroffenen an Betroffene. Das heißt, jetzt sehen wir dich. Sie ist selbst Suizidhinterbliebene. Ihre Mutter nahm sich das Leben. Sie sagt, das Trauma, das ein Suizid auslöst, ist von anderer Art als ein Tod nach schwerer Krankheit oder aufgrund eines Unfalls. Und Beatrice leitet seit bald einem Jahr die Nebelmeergruppe in Basel, eben neben der anderen Gruppe vom Projekt Suizid wie weiter, das die sie mit jemandem leitet in Co-Leitung. Und es sind Texte, die jetzt nicht in diesem Büchlein darüber reden vorkommen, aber ich habe von dir gehört, dass du eben auch verschriftlichst, was dich beschäftigt seit Jahren. Und deshalb habe ich dich angefragt, ob du bereit wärst, so jetzt eine Brücke zu schlagen in die Gegenwart
und den einen oder anderen Text uns vorzulesen. Hört man mich? Hört man mich? Okay, gut, dann hat es doch noch geklappt. Ja, ich denke, ja, ich schreibe schon lange und ich habe ein, also ich wurde dieses Jahr 70 Jahre alt und habe mir ein langes, ersehntes Projekt, ein Buch rauszugeben, erfüllt. Und es war toll, das in den Händen zu halten, aber es ist sehr viel breiter oder umfassender als nur das Thema Abschied, Verlust oder Suizid. Also es handelt auch sehr viel vom unmittelbar etwas wahrnehmen oder innehalten und etwas einfach präsent sein. So, genau. Und ich bin, ja, ich habe im 2015 habe ich in Basel eine Selbsthilfegruppe initiiert, die sich eigentlich mit den späten Folgen von Hinterbliebene sein befasst. Also nicht unmittelbar nach dem Vorfall, nach dem Ereignis, sondern wirklich, es liegt für mich sehr lange zurück. Also es war der 18. April 1966, also es ist wirklich schon sehr lange her, aber es ist klar etwas, das mich, wie das auch Christina gesagt hat, es gehört zu mir, es gehört zu meiner Geschichte. Christina hat auch gesagt, ja, es bleibt eine Lücke, es bleibt eine Leere, die Mutter also wird vermisst, egal, wenn sie inzwischen gar nicht mehr am Leben wäre, also wahrscheinlich. Und eben, sie wird auch als Großmutter vermisst. Und das ist das eine. Und was mich auch dazu bewogen hat, eine Selbsthilfegruppe mit den Spätfolgen zu gründen, war auch, es wurde in unserer Familie überhaupt nicht darüber geredet. Also weder was passiert ist, noch für was es allenfalls passiert ist, noch was das mit uns macht, noch Erinnerungen später geteilt. Es war wirklich vom Moment an, von diesem Montag, 18. April 1966, gab es meine Mutter grundsätzlich nicht mehr. Also sie hat in uns, ich habe noch zwei Geschwister und mein damals mein Vater. Es war überhaupt kein Thema. Es ist wirklich völlige Leere, völliges Alleinsein. Und ich denke auch, dass die ganze Familie wie auseinandergedriftet ist mit diesem Herzstück von meiner Mutter. Wir sind erst ein Jahr vorher von Frankreich nach Basel umgezogen. Also es war für mich doppelt schlimm. Also die Frankreich als Heimat und dann meine Mutter zu verlieren und hier überhaupt keine Anhaltspunkte zu haben. So. Und so war auch die Familie, die einfach schweigt, war wirklich der Horror. So. Und ich denke, ich habe diesbezüglich zum Teil immer noch Spuren dieser Schreck. Also das habe ich wirklich im Körper immer wieder, wenn etwas Unvorhergesehenes passiert, dass ich so in einen Erstarrungsreflex reinkomme. Inzwischen weiß ich gut, wohin das gehört und weiß ich gut, wie ich da wieder rausfinde. Aber es sind wirklich ganz viele Spuren, die bleiben. Und was mich sehr gefreut hat im Austausch von dieser anderen Gruppe mit den Spätfolgen, war wirklich nochmal zu rekonstruieren, wie es einem damals ging und das miteinander zu teilen. Dann aber auch miteinander zu trauern, was wir alles verpasst haben im Leben, weil wir so sehr mit dem Überleben beschäftigt waren. Also das war für mich auch sehr, sehr tröstlich und sehr schön, das miteinander zu teilen auch.
dann ist es auch so, dass es innerhalb, also nach ungefähr 2 Jahre nach der Gruppe, war es auch möglich, einmal, meine Mutter ist in den Rhein gegangen, war es mir auch möglich, zum Kraftwerk zu gehen, wo die Leiche gefunden wurde, und ein reales Bild zu bekommen, wo sie denn gefunden wurde, und nicht dieses Schreckensbild, das ich innerlich mit mir herumgetragen habe. Und ich denke, dass das auch, dass das Lösen und dass das etwas in Bewegung kommt, dass da die Selbsthilfegruppe sehr eine große Bedeutung hatte. Kannst du sagen, dass das darüber sprechen, sich stellen, dass das dazu führt, dass es einfacher ist, damit umzugehen, als wenn man Bilder im Kopf hat, die eben gar nicht der Realität entsprechen, oder dass man eben einfach mit diesem Tabu aufgewachsen ist? Ich möchte vielleicht dich bitten, jetzt auch das Gedicht mal vorzutragen, dass wir da einen Eindruck. Also ich denke, das gibt also den Text, den ich da geschrieben habe, der liegt etwa ein Jahr zurück. Also das ist nicht da. Das ist sehr viel später so entstanden, wie es jetzt steht. Und das ist für meine Mutter. Du bist früh gestorben, du bist in den Rhein gegangen. Für mich warst du alles. Du warst stolz, du warst schön, du warst elegant, du warst mutig. Du warst so warm und lebendig, voller Güte und Liebe, voller Leben und Präsenz. Also nach dem Umzug, ich sah dich traurig mit deinem Mann, ich sah dich überlastet, allein zu Hause, ich sah dich bedrückt, ohne Freunde, wir waren erst seit einem Jahr in der Schweiz. Aber ich wusste nichts von dir. Du hast nicht von dir geredet, du hast alles in dir zurückbehalten. Jetzt als erwachsene Frau kann ich mir vorstellen, welche Belastung du alleine getragen hast. Du fehlst mir sehr. Ich hätte gerne mehr von dir gewusst. Ich hätte dich gerne weiter mit mir und mit uns verbunden. Ich hätte gerne weiter an deinem Leben teilgenommen. Du lebst in mir weiter. Zum Glück gibt es so viele Spuren von dir. Sie leben in mir weiter. Ich sammle sie auch von all den Menschen, die mit dir verbunden waren und so gerne Erinnerungen mit mir teilen. Ein großer Schatz für mich. Eine Spur, die ich häufig antreffe und spüre, ist auch dein Lachen. Ich hoffe, dieses Licht erlischt nie für mich, und ich danke dir sehr dafür. Deine Tochter. Danke. Darf ich dir gerade zu diesem Gedicht ein paar Fragen stellen? Und dann liest du den nächsten Text. Du schilderst, was dir deine Mutter bedeutet hat, wie du sie gesehen hast. Stolz, schön, elegant, mutig, warm, lebendig und so weiter. Das Selbstbild deiner Mutter, das sah wohl anders aus. Litt sie an Depressionen? Nein, sie litt nicht an Depressionen. Also sie war wirklich eine sehr warmherzige, fröhliche, putzmuntere Frau. Und ich denke, also im Rückblick und auch inzwischen kann ich mich mit meinem Bruder austauschen. Der hat, also das ist eigentlich erst seit 5 Jahren möglich. Der ist älter als ich. Und ich denke, der Bruch von Frankreich in die Schweiz war der Horror für sie. Und diese ganze Vereinsamung hier auch in Basel, also in Frankreich gab es ein großes, tragendes Nachbarnetz. Es gab auch Engagements von ihr, auch mit Projekten, wo sie mit dabei war. Ich denke, sie war wirklich, und wir hatten ein großes Haus mit Tieren und viel zu tun, auch Früchte einmachen. Also sie hatte ein volles Leben in Frankreich.
Und wir sind in die Schweiz in eine Vierzimmer-Blockwohnung gezogen. Und ich denke, für meine Mutter war es der Horror. So. Und sie ist in dem Jahr, bis sie sich das Leben genommen hat, wirklich wie eine Pflanze, völlig, völlig leblos, wie verdörrt. So. Also sie war nicht krank, meine Mutter. Also sie kam dann schon in eine Krise im November. Aber es waren, also ich würde das auch jetzt als Psychotherapeutin, ich würde das auf keinen Fall als Depression bezeichnen, sondern es war eine Krise und ich denke, die war bodenlos alleine hier in der Schweiz. Aber in dem Sinn gab es für mich auch keinen Prozess oder auch die Tatsache von der Schule heimkommen und meine Mutter ist nicht mehr da, das gab für mich überhaupt keinen Sinn. Es gab wirklich überhaupt keinen Sinn. Diese zwei Sachen haben gar nicht zusammengepasst. Auch. Danke. Und das finde ich nach, also auch wenn ich es jetzt so erzähle, das finde ich nach wie vor, eigentlich gibt der Suizid keinen Sinn mit ihr als Familie unterwegs gewesen zu sein. Also was mir sicher in den Sinn gekommen ist, sie hatte eine sehr schwierige Kindheit und ihr Vater hat sich auch das Leben genommen. Und ich kann mir vorstellen, dass sie ihrem Vater nachgegangen ist in dieser Einsamkeit in der Schweiz. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber das Leben, das wir geteilt haben, das auf diese Art und Weise einfach zu gehen, das gibt nach wie vor keinen Sinn. Und auch wenn man uns Schweizern nachsagt, dass wir nicht einfach sind, wenn ausländische Gäste zu uns kommen, um zu arbeiten und zu leben, ist das ja nicht die Norm, dass man sich das Leben nimmt. Wenn man so entwurzelt wird oder wenn man keine Freunde findet, keine Menschen, mit denen man eine neue Beziehung aufbauen kann. Aber ich denke, als Hausfrau ist es, also damals war, ist es wesentlich schwieriger, weil es keinen Kontext gibt. Für mich gab es die Schule und Deutsch lernen müssen. Für meinen Vater gab es den Alltag im Geschäft, aber für meine Mutter gab es überhaupt nicht. Danke. Dein nächster Text heißt Erinnerungen. Ja. Ich denke, die Erinnerung, also der nächste Text Erinnerungen hat auch damit zu tun, also mit dem Wandel oder der Veränderung, die man macht im Laufe vom Prozess. Also dass zum Teil die Sachen nach wie vor wahr sind und so sind, wie sie sind. Aber dass zum Teil die einzelnen Puzzlesteine wie auch neue Plätze einnehmen oder ein anderes Bild sich ergibt mit den gemachten oder erfahrenen oder gelebten Prozessen und mit den vergangenen Jahren auch so, genau. Und da kann man die Texte, genau. Erinnerungen. Erinnerungen verblassen, schimmern in den Alltag, bleiben lebendig auch in ihrer Zartheit. Ich muss sie nicht mehr festhalten. Sie bleiben da, in mir, und wandeln sich fortwährend zu neuem Erleben. Danke. Also da kommt mir in den Sinn, ich war im April, wieder in Lyon mit meiner Tochter. Und es gibt eine Frau, die inzwischen 96 ist, die Mutter einer Schulfreundin von mir. Und die hat dann meiner Tochter erzählt von meinen Eltern.
Und sie war mit meiner Mutter befreundet und wir haben einfach alle vier am Tisch geschluchzt. Also meine Schulfreundin, ihre Mutter, meine Tochter und ich. Und es war so schön, dass jemand, der, also nicht ich, sondern jemand anders meiner Tochter von meiner Mutter und von meinen Eltern erzählt. Und wie irgendwo den Faden wieder aufnimmt, so auch mit dem Bruch, so, der passiert ist, war ganz, ganz eine schöne Erfahrung. Ein schönes Beispiel auch, das uns ermutigen soll, dass wir die Trauer nicht innerfamiliär austragen und immer mehr, also in der Schweiz heißt es immer im engsten Familienkreis, oder? Die Bestattung, natürlich hat Covid noch dazu beigetragen, aber ich habe diese Erfahrung auch gemacht, dass Menschen, die man selbst nicht kannte, sondern die die verstorbene Person kannten, dass diese Menschen mit Geschichten kommen, die einem unglaublich berühren, die einem auch den Horizont erweitern zur verstorbenen Person. Das finde ich sehr wertvoll, dass wir unsere Trauer teilen und andere Menschen Anteil nehmen lassen oder vielleicht sogar auch beschenkt werden von ihnen. Ja. Aber ich denke, das ist auch nur möglich, wenn man die Trauer und das Vermissen eben auch zeigt, dass die anderen wie irgendwo auch mit ihren Erinnerungen sich zeigen. So. Unbedingt. Also die Trauer zeigen, zulassen und zeigen, welche Kompetenzen hast du dir sonst noch angeeignet? Und ich spreche da wirklich von einer Kompetenz, weil Trauer oft als Krankheit und Depression auch in der Fachwelt eingestuft wird, was es eben überhaupt nicht ist. Also welche Kompetenzen hast du dir sonst noch angeeignet durch dein bewusster Umgang mit deiner komplexen Trauer? Du hast dich dir gestellt. Was gibt es da also noch? Also vielleicht auch, was Christina gesagt hat, mit diesem Getrauen ins Gespräch zu kommen mit diesem Jugendlichen. Mhm. Ich denke, also das zu erleben und zu erfahren, das bringt einem wirklich in ganz tiefen Dimensionen von der Existenz und vom Leben. Und ich denke, eine Kompetenz ist sicher, ich glaube, mir macht nicht so schnell das Leid von den anderen Angst oder ich fühle mich nicht schnell überfordert oder ratlos, sondern ich kann gut dabei bleiben, wenn jemand seine Not und sein Leiden zeigt. So. Mhm. Und es schreckt mich nicht ab. So. Und ich muss nicht zum Nächsten übergehen, sondern es ist, es hat einfach Platz. So. Jetzt, was möchtest du bewegen oder ausrichten als Fachleiterin der Nebelmeergruppe in Basel, wo sich Junge treffen? Also ich denke auch als allerersten einen Raum schaffen, überhaupt zu zeigen, was ist. Und das zu teilen und das auch zu respektieren. Also jeder Einzelne hat seinen Raum und es geht nicht um eben um sofortige Entlastung, es geht nicht um Lösungen, es geht um eben zeigen, was ist und die anderen kommen dazu oder es ist auch einmal still, was ich auch raumgebend finde. Mhm. Es gibt noch die andere Selbsthilfegruppe. Im Gegensatz dazu, bei der Nebelgruppe habe ich das Gefühl, wie das, was du gesagt hast, Jörg, dass die Jungen unglaublich tiefgründig sind und unglaublich ernsthaft sind und das auch wirklich sehr zeigen. Also sie haben
viel weniger Vorbehalte zum Zeigen, was ehrlich ist, was authentisch ist. So. Und vielleicht ja, behilflich sein zu wandeln, also Ideen auch auf den Weg zu geben oder auch Ideen von den anderen zu sammeln, wie der Schmerz gewandelt werden kann. Also wie ich weitergehen kann mit dem Schmerz, mit dem Verlust. Danke. Ich möchte noch jetzt einmal Raum geben für Fragen an Beatrice oder eigene Erfahrungen auszutauschen. Wenn niemand sich meldet, doch die Thea. Bitte, Thea. Wir hören dich nicht. Sonst möchte ich mich noch mit einem Gedicht einbringen, das auch im Büchlein enthalten ist, so als Abschluss dieses Abends. Und vielleicht kommt Theo noch dazu, diese Bemerkung, die Frage zu stellen. Und sonst übergebe ich dann Jörg Schmidt. Ein kurzes Gedicht einer Frau, die den Partner verloren hat. Moritz. Seit bald 2 Jahren lebt ein Kater mit mir. Er heißt Moritz. Er ist am Karfreitag, 1 Jahr nach deinem Sterben, auf die Welt gekommen. Er ist schwarz mit einem weißen Fleck am Hals, sieht aus wie ein protestantischer Pfarrer im Talar. Ja, er kommt aus einer Pfarrfamilie. Und dieser Pfarrer hat die Trauerfeier zelebriert. Das ist doch alles kein Zufall. Ein Zeichen von dir? Soll er mich trösten, mich ins Leben zurückführen? Ja, das tut er. Er will gefüttert werden, will spielen. Ich habe nicht mehr Angst beim Heimkommen vor einer leeren Wohnung. Moritz wartet auf mich und ich freue mich auf ihn. Du hättest auch Freude an ihm. Jörg. Ja, vielen Dank. Vielen Dank an alle erste Stelle an Christina, Anita und Beatrice für diese sehr persönlichen Einblicke im Laufe dieses Abends. Und so wie ich es am Anfang gesagt habe, denke ich, Schreiben und Sprechen bzw. Reden passt sehr gut zusammen. Ich denke, so haben wir das heute Abend auch erlebt. Zum einen durch die Texte, Gedichte, die Sie vorgelesen haben und dann auch der Austausch zunächst mit Jörg und dann in dem Plenum. Dafür vielen Dank. Vielen Dank auch an alle, die sich mit Wortmeldungen dazu beigetragen haben. Jetzt nochmal die Frage an Thea, ob die Meldung noch funktioniert von Ihrer Seite, ob Sie noch was vorbringen wollen. Dem scheint nicht so zu sein. Dann auch dir, Jörg, herzlichen Dank, dass du die Moderation heute Abend übernommen hast. Ich denke, es war so aus einem Guss, du bist sehr einfühlsam auch auf die Meldungen eingegangen und vielen Dank auch, dass du den Abend so geplant hast mit den 3 Frauen, die du ja gut kennst, so hattest den Anschein auch gehabt. Also es war auch sehr schön, euch 4 dann so quasi ein bisschen zusammen
zu sehen in Aktion. Ich möchte Ihnen allen jetzt zum Schluss noch die Möglichkeit geben, den drei Frauen konnten Sie Fragen stellen, aber vielleicht gibt es auch die eine oder andere Frage, die Sie direkt an Jörg Weißhaupt stellen wollen. Dazu haben wir jetzt noch ein paar Minuten Zeit. Also wenn Sie da die eine oder andere Frage haben, sehr gerne. Daher nochmal den Dank an euch vier für die Gestaltung des Abends. Ich denke, es waren für jeden die ein oder andere Perspektive nach Suizid dabei, die man mitnehmen kann, die man in den Alltag mitnehmen kann und die hoffentlich Hilfe und Orientierung sind. Ich darf zum Schluss noch einladen zum nächsten Vortrag. Der findet dann im Oktober statt, wieder Mittwochabend, der 12.10. mit Dr. Klaus Onasch, der vor kurzem ein Buch geschrieben hat, Trauer und Freude. Das haben wir ein bisschen adaptiert und nennen es vom Titel her Trauer und trotzdem neue Lebensfreude, auch nach Suizid. Es ist so, Klaus Onasch ist auch im Bereich der Suizidpostvention seit vielen Jahren engagiert, vor allem in Kiel hat er sehr viel geleistet. Er ist auch noch sehr aktiv, ist betroffener Vater. Also ich denke, er kann aus vielen Perspektiven auch berichten und Ihnen eine Hilfe sein. Und wie immer, ganz am Schluss darf ich Sie einladen, wenn Sie wollen, wenn Sie können, uns mit einer Spende zu unterstützen. Als gemeinnütziger Verein leben wir zu einem Großteil von Spenden und sind daher dankbar, wenn Sie uns unterstützen. Die Bankverbindung oder die Möglichkeit zu spenden finden Sie in der Mail oder auch wenn Sie auf unsere Homepage schauen, finden Sie auch da die Möglichkeit. Vielen Dank schon jetzt für jede Unterstützung in dieser Richtung. Dann ganz, ganz zum Schluss, danke nochmal, dass Sie sich alle wirklich diese Zeit genommen haben an diesem Abend. Es ist dunkel geworden draußen, wir sind mit Sonnenschein noch gestartet. Das ist halt so, wenn es Ende August wird, aber gut, freuen wir uns noch auf ein paar spätsommerliche Tage und in diesem Sinne, machen Sie es alle gut und bis zum nächsten Wiedersehen. Ade.